Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr schon im Vlog lesen könnt, kommt halt ein Ramadan-Vlog. Wie die meisten wissen, ist ja jetzt Ramadan und Ramadan ist ja die Fastenzeit. Und ich will heute das Experiment machen, wie das wirklich ist zu fasten. Und wir sind heute schon um 3 Uhr nachts oder so aufgestanden, haben gegessen und jetzt ist es so ungefähr 9 Uhr rum. Bei Sonnenuntergang darf ich dann erst wieder essen. Und dann nehme ich euch einfach mal mit. Und ja, lasst im Vlog auf jeden Fall einen Daumen da, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und jetzt geht's weiter mit dem Vlog. Und ich habe bis jetzt immer noch nichts gegessen. Ich hatte vorhin mal kurz wirklich Magen hat geknurrt. Aber ich sag mal so, man gewöhnt sich daran. Also jetzt irgendwie habe ich gar keinen Hunger mehr. Und Durst habe ich irgendwie noch gar nicht gehabt, weil ich habe gestern um 3 Uhr nachts, als wir aufgestanden sind, vor Sonnenaufgang, habe ich noch fast eine ganze Flasche Wasser getrunken. Deswegen habe ich jetzt, glaube ich, keinen Durst. Wir gehen später noch einkaufen. Und ich fahre jetzt noch Rollschuhe, dann könnt ihr dabei sein. Also, ich bin jetzt fertig mit meinem Helm, Handschütze und mit meinen Rollskates. Und jetzt geht es nach draußen. Draußen ist sogar noch ein bisschen nass. Wenn ich fahren will, ist es nass, ist doch super klar. Und ich muss mich hinsetzen, weil sonst komme ich hier die Treppe nicht runter. Es ist sehr wackelig. Ich stelle euch jetzt auf. Ich muss erstmal mich wieder einüben. Ich kann euch mal was zeigen. Schaut mal. Alter, ich bin noch nie mit einer Kamera in der Hand gefahren. Das ist nämlich auch eine sehr unschlaue Demi-Lay. Es ist hier richtig schön weich da zu fahren, hier auf der Fläche. Das Problem ist aber, hier geht es auf die Straße hinunter und es ist nur so ein kleiner Weg. Schaut mal Kira an. Schaut mal Kira an. Die ist ja süß. Die will rauskommen zu mir. Aber kann sie leider nicht. Weil sie sonst auf die Straße geht. Wer Rollschuhe hat, lasst mal auf jeden Fall ein Like da. Wir gehen jetzt zum Einkaufen und es nieselt. Ich finde es ein bisschen doof. Wir backen ja manchmal Kuchen und dann esse ich immer den rohen Teig. Und das Doofe ist jetzt, ich kann den rohen Teig nicht essen. Und den Kuchen kann ich genauso nicht essen. Egal, wir heben ihn auf und esse ich morgen dann. Abends darfst du doch essen. Ja, gut, dann abends, stimmt. Jetzt, ja, abends. Dann Hunger. Ihr glaubt nicht, wie viel Hunger ich gerade habe, aber ich will es aushalten. Jetzt bin ich mal kurz vom Essen weggegangen, weil sonst habe ich wirklich richtig Hunger. Guckt mir gerade die Spielsachen an. Das war früher, habe ich immer richtig gerne dies gespielt hier. Das ist so ein Handy, so Spielhandy. Und was ich jetzt sogar immer noch liebe, das hört sich jetzt ein bisschen dumm an, immer noch diese Play-Doh-Sachen kaufen. Diese, keine Ahnung, zum Beispiel das, da will ich öfters kaufen. Schau mal, cool das ist. Ja, ich bin hier. Seid ihr FC Augsburg oder FC Bayern? Also ich bin Fanet. Wow. Wer kennt von euch die Lisa und Lena Sachen? Die haben ja irgendwie so ein Zeichen erfunden. Ich weiß nicht mal, was das bedeuten soll. Ja, ich auch nicht. Irgendwas soll das bedeuten, ne? Wisst ihr noch dieses eine Video mit diesen Eisdingern? Wer uns schon lange verfolgt, keine Ahnung, der weiß das hoffentlich. Oder der würde das Video vielleicht kennen. Und was ist das jetzt? Ah, da kann man Eis reintun. Wenn ich zu Hause bin, mache ich jetzt dann den Kuchen. Hallo. Hallo.
ist hier jemand zu Hause? Hier ist keiner zu Hause. Merhaba. Oh nein. Das ist ja eigentlich, wie gerne ich jetzt da reinpassen würde, nehmen und essen würde. Ich halte es nicht mehr aus. Egal, trotzdem durchziehen ist immer durchziehen. Meine Mama räumt jetzt die Einkäufe ein und dann mache ich meinen Kuchen. Ich mache jetzt den Bibi-Blocksberg-Kuchen, aber wir machen nicht den Zitronen, sondern wir sagen mal so Marmor oder mit Schokolade halt gemischt, weil wir haben es ja letztens mit Zitrone gemacht und es hat mir dann nicht so gut geschmeckt. Ihr werdet jetzt bestimmt denken, ja, dir muss es ja nicht schmecken, du isst es ja auch nicht. Wir essen es dann bei Sonnenuntergang, meine Mama und ich. Deswegen wollen wir es mal mit einer anderen Art machen und jetzt beginnen wir einfach. Also, wir brauchen 250 Gramm Margarine, also ein ganzes Ding Butter. Also dann brauchen wir 150 Gramm Zucker. Dann ein Päckchen mit 4 Eier, die schlagen wir da rein. Dann 300 Gramm Mehl. Ich mache das mir in die XXL-Schüssel. Okay. Oh mein Gott, genau 300 Gramm. Da steht Backofen auf 81 Grad Ober- und Hitze oder 160 Grad Umluft vorheizen. Okay, habe ich. Gut. Ganze Butter. Zucker und Vanillezucker. So, jetzt muss ich das mit der Imrehre. Bunny! Ich mische hier mein Backpulver Mehl. Geht von alleine. Da ist jetzt Mehl, Backpulver und eine Prise Salz drinnen. Das kommt da jetzt mit rein. Raus. Also ihr könnt auch eigentlich ein ganz normales nehmen. Ja. Aber bei uns ist das ja ein Baby Blocksberg Kuchen. Ungefähr die Hälfte. So. Das kann ich jetzt schön ausbreiten und da kommt jetzt Kakao. Mann. So, und jetzt da auch diese Masse schön über den verteilen. Es kann auch ruhig sich vermischen, weil das ist ja dann besser, gell? Das macht ihr da so einfach so ein bisschen. In der Marmorform. Ja. Ich glaube, ich nehme es. Mhm. Weil es ist ein bisschen komisch, diese Silikonformen. Muss man immer aufpassen. Normalerweise sollte der Backblech hierher. Aber Mama macht es halt so. So. Also, oh ja, es halb regnet. Jetzt wollen sie nochmal Rollschuh fahren gehen. Dass sie ein bisschen Zeit vertreiben kann, gell? Ja. Bist gut geschützt? Ja, ich habe Knieschoner, Ellenbogenschoner, Handschoner, Helm. Super. Ich nicht. Das passt. Also immer gut aufpassen, okay? Ja. Hallo, Jacke. Hallo. Also es ist jetzt ungefähr 3. Ella hat Platz, ist da mit Berat. Und Berat und ich sind ganz auf dem Spielplatz. Und du hältst immer noch aus? Ja. Super. Habt ihr langsam ein bisschen Hunger? Aber... Es sind nur noch 5,5 Stunden. 5,5 Stunden nur noch. Du tust jetzt nur 2 Stunden schlafen und dann geht es. Also ich spiele sehr schön, ha? Schau, was wir machen. Schau, wer das. Also, wie? Ihr geht. Oh, er liebt es ja nicht. Kai, wer das? Hallo. Du machst immer eine Faulschau. Er will, dass du ihn hochholst. Also, mein Kuchen ist jetzt fertig. Ah, pass auf, heiß. Soll ich es raus tun? Ja, der sieht richtig lecker aus. Ich darf ihn leider noch nicht essen. So, hier ist der Bibi. Braune Marmorkuchen. Schneid ihn mal an, Mama. Oh mein Gott, der sieht so lecker aus. Mama, ich will essen. Ja, hast du noch 5,5 Stunden, dann kannst du es essen. Noch. Noch, ja. Nur noch, kann man sagen, gell? Sehr lecker. Der sieht so lecker aus. Oh Mann, ich hab so Hunger. Vorher. Nachher. Was findet ihr schöner? Sommerkleidchen. Schau mal meins an. Aber es sind so. Oh oh.
Oh, nicht gut. Also, wir sind jetzt vom Einkaufen zurück und wir machen jetzt Essen. Wir haben überlegt, wir machen Eis. Vorspeisesuppe, Nudelsuppe selbst gemacht, alles selbst gemacht. Dann machen wir Kartoffeln mit Salat und Fleisch mit Soße. Und als Nachspeise machen wir meinen Kuchen, meinen Big Blocksberg Kuchen. Da tun wir drüber so Sahne und dann genau auf die Sahne dann eine Himbeere oder mehr. Also je nachdem halt. Und das werden wir jetzt machen und dann, ja, darf ich wieder essen, weil es ist jetzt 18.30 Uhr, hello, 18.30 Uhr, kann man das lesen? Hier. Also, wir haben einmal eine Suppe mit, also Nudelsuppe, dann haben wir einmal Salzkartoffeln. Dann haben wir Gemüse, Putenrahmschnitzel mit Soße und allgewohnt Salat. Da haben wir ganz viel Trinken, Brot, Oliven, keine Ahnung, was Paprika, glaube ich, Zitronending und dann haben wir für mich noch eine Belohnung und dann haben wir noch den Tisch gedeckt. Mama, freuen Sie sich aufs Essen? Ich? Ja, ich freue mich definitiv aufs Essen heute. Ja, okay, bald beginnt. In 19 Minuten läuft mir Essen. Und dann habe ich es einfach geschafft. Ich kann es immer noch nicht glauben. Gell? Hier der Beweis, dass es wirklich nur noch 2 Minuten sind. 2. Das ist eine 8, gell? Keine 3 oder so? Nein, das ist eine 8. Hier kann man es auch nochmal sehen. Ach, 2 Minuten. Ich will jetzt endlich essen. Ja, noch 2 Minuten. 1 Minute noch! Oh mein Gott, 1 Minute noch. Wartet. Ich komme halt immer noch nicht klar. 3, 2, 1. Ja, ich bin drin! Mehr! Ich würde nicht so viel trinken, ich dann ist dein Magen voll. Ja. Lieber nach dem Essen dann. Meine Belohnung darf ich jetzt essen. Nein, würde ich auch nicht machen, was süßes Maus. Mach's nicht, sonst kann ich nichts mehr essen. Salat. Ja, genau. Hey. Suppe. Also, das war jetzt mein Fastentag. Und ich fand's eigentlich gar nicht so schlimm, wie es alle sagen. Oh mein Gott, man verdurstet oder so. Es ist ja so, wenn man nichts isst, dann muss man auch nicht trinken. Nächste Woche geht's weiter mit Fasten, weil ich habe es überlegt, fast jeden Samstag am Wochenende faste ich, je nach, halt wenn der Fastenmonat ist. Es hat richtig gut getan, dann zu essen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oha. Oha.